Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute werden wir zusammen richtig leckere Käse-Knoblauchbrötchen backen. Käse-Knoblauchbrötchen, aber nicht mit geriebener Käse, sondern mit Schafskäse in dem Teig drin. Das schmeckt oberlecker, kann ich euch nur sagen, und zeige euch die Zutaten dazu. Wir brauchen 200 ml lauwarmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch. Ich habe so ungefähr halben Bund frische Petersilie klein geschnitten, 50 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Schafskäse, 1 Teelöffel Salz, 2 Teelöffel Zucker, 1 Würfel frische Hefe, 1 Zehe Knoblauch. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir werden den Knoblauch einfach in den Teig hineinreiben. Dann brauchen wir natürlich Mehl nach Gefühl. Ich werde dann so ungefähr 700 Gramm Mehl nehmen. Das kann aber sein, dass das mehr oder weniger wird, das werde ich euch dann natürlich im Anschluss sagen. Zuerst werde ich die Milch mit dem Wasser, 1 Teelöffel Zucker und frische Hefe vermischen. Jetzt werde ich 1 Zehe Knoblauch in den Teig hineinreiben. Durch den Knoblauch schmeckt das richtig, richtig lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Jetzt gebe ich so langsam das Mehl hinein. Salz könnt ihr auch jetzt mit hineingeben. Ich habe das bewusst nicht vorher hineingegeben, damit das mit der Hefe nicht in Berührung kommt. Das duftet so schön nach Knoblauch hier. Ich liebe Knoblauch und ich benutze auch wirklich sehr, sehr viel in der Küche Knoblauch. Ich habe insgesamt 600 Gramm Mehl genommen und das reicht dann auch völlig aus. Jetzt erst werde ich die Butter hineingeben und den Teig erstmal ein bisschen kneten. Jetzt gebe ich den Käse noch mit hinein und natürlich die frische Petersilie und knete den Teig noch einmal. Den Teig ab und lasse es an einem warmen Ort so ungefähr eine Stunde gehen. Je länger ihr den Teig gehen lässt, desto bessere Ergebnisse habt ihr dann auch. Der Teig ist sehr schön gegangen. Jetzt werde ich aus dem Teig runde Bällchen vorbereiten. Jetzt werde ich euch mal zeigen, wie ich meine Brötchen falten werde. Dafür werde ich ein bisschen Mehl auf meine Arbeitsplatte bestreuen. Dann werden sie erstmal mit den Händen einfach angedrückt. Also dazu braucht ihr kein Nudelholz. Ihr könnt das einfach mit den Händen andrücken. Dann wird das eingerollt. Einfach angedrückt, von oben nach unten. Ich werde die jetzt mit einem Küchentuch abdecken und auf dem Blech nochmal so eine halbe Stunde gehen lassen. Jetzt werde ich die einfach ein bisschen anschneiden. Für Anschneiden könnt ihr ein scharfes Messer benutzen oder aber Gillette. Ich habe Gillette, welches ich nur zum Backen benutze. Ich gebe jetzt auf jedes Stück eine grüne Olive. Ihr könnt natürlich auch schwarze Olive nehmen oder gar keine Oliven nehmen. Es ist alles optional. Dann werden sie im vorgeheizten Ofen bei 220 Grad, so ungefähr 30 Minuten gebacken.
Jetzt gebe ich die in den Ofen. Wie ihr sehen könnt, sind die sehr schön hochgegangen. Und es ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie mindestens 20 Minuten auf dem Blech nochmal gehen. Darauf müsst ihr achten, dann dürfte eigentlich nichts schief gehen. Meine Brötchen sind raus aus dem Ofen. Die sehen richtig, richtig lecker aus und schmecken auch richtig lecker, denn ich habe die öfters gebacken. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie schön die geworden sind. Und dann werde ich die natürlich sofort vom Blech abnehmen, damit sie von der Hitze des Blechs unten nicht feucht werden.